Ja, heute mit einem kleinen Video. Ich habe gestern Nacht die letzte Nacht in unserer Tischer Wohnkabine geschlafen. Jetzt bin ich hier bei einem Freund. Servus Micha, liebe Grüße und vielen Dank für den Platz in deiner Scheune, wo ich die Kabine jetzt gut unterstellen darf. Und jetzt zeige ich euch den aktuellen Ist-Zustand und Pflegezustand. Und bevor sie in die Scheune kommt, weil dann sieht man sie ja nicht mehr, einmal von innen, einmal von außen. Und dann könnt ihr euch ein Bild machen, ob die was für euch wäre. So, draußen angefangen. Kennt ihr ja schon, das Dekor haben wir ersetzt. Oben ist eine Jammermarkise drauf. Hier um die Ecke versteckt sich gerade der Micha. Neuer Mülleimer kam rein. Eine Elefant-Türsicherung ist hier noch dabei. Fliegenschutzgitter, Tür natürlich. Einen Griff haben wir nachgerüstet. Alles, was wir nachgerüstet haben, ist 2022. Dann geht es hier über die Stufen nach innen. Bei der Garderobe zwei Haken, neu gepolstert haben wir ja alles an der Stelle hier. So, und dann geht es hier erstmal weiter ins Bad. Mit Luke, schönem großen, klappbaren Waschbecken. Das ist wirklich der Knaller. Bei ganz normalen Banktoilette, großer Dusche, ein extra Duschvorhang haben wir noch nachgerüstet. Und natürlich sind alle Lampen überall auf LED umgerüstet worden. Hier sind noch ein paar originale Ersatzteile, die man immer mal braucht, dabei. Die Außendusche ist hier. Das Fahrzeug verfügt auch über eine Außendusche. Und dort unten haben wir einen großen Tresor eingebaut. Der gab uns zumindest mal so für die schnellen Diebstähle ein bisschen Sicherheit. So, wenn wir das dann zumachen, geht es weiter in die Küche. Hier sind also immer noch auch Einlegeböden vorhanden. Auch hier ist noch ein Einlegeboden vorhanden. Der liegt jetzt im Lager bei mir. Wird dann natürlich mitgegeben. Besteckschublade, zwei Flammengaskocher. Das Feld kann man vorklappen. Zeigt es gerade mal. Zack, hat man noch Arbeitsfläche. Ebenso noch erweiterbare Arbeitsfläche hat man hier. Hochklappen, runter. Noch mehr Arbeitsfläche. Oben jede Menge Stauraum. Da gehe ich jetzt einfach die Schränke mal lang. So, hier an der Seite haben wir uns Regale nachgerüstet und auch Lampen mit USB-Anschluss und mit Dimmer, weil wir ja das Längsschläferbett nachgerüstet haben. Hier ist noch mal ein großes Fach. Könnte man auch noch einen Doppelboden reinmachen. Hier hat man noch ein kleines Fach, da passt eine kleine Eurobox rein. Hier drunter ist dann Heizung mit warmem Wasser. Und hier nochmal ein großes Fach. Da haben wir noch ein Brett nachgerüstet. Normal ist hier ein Kleiderhänger, ist natürlich alles noch da. Und auch hier der Kühlschrank. War bis gestern noch in Betrieb. Deswegen sieht man hier noch Wasser. Es kühlt gerade noch, es entfrostet gerade noch. Der Kühlschrank hat, ich muss kurz gucken, der Kühlschrank hat 55 Liter und ein 5 Liter Gefrierfach. Damit sind wir immer gut zurechtbekommen. So, Lüftungsöffnung und los geht's. Hier unten haben wir noch kleine Fächer. Da haben wir Spülmittel und Öle und solche Sachen drin gehabt. Sind ganz praktisch. Nachgerüstet haben wir auch einen Gaswarner, auch Narkosegaswarner, CO-Warner. Hier unten Gummis, wo wir perfekt unsere Schuhe und so weiter reinmachen. Kabine wird auch während der Fahrt geladen und über 230 Volt hier an der Stelle auch. Nochmal ein extra Ladeanschluss trotzdem angebracht. Den Tisch haben wir umgerüstet aufs neue Modell, dass er schwenkbar ist, das zeige ich gleich. Und auch hier die Betten auf Längsschläfer umgebaut. 90 oder 96 Liter Wassertank, ich sehe es jetzt gerade gar nicht ganz genau, haben wir jetzt leer gelassen. Ich habe hier noch mal eine zweite 12 Volt Unterverteilung eingebaut gehabt für so ein paar Sachen zum Nachrüsten. Das sieht man dann hier drüben. Da hat man dann einen schönen Block, da hatten wir den Fernseher dran und die Handys immer geladen. Ein Solarpanel, 100 Watt ist auf dem Dach. Und da sieht man ja auch hier, lädt volle Kalotte. Wenn man hinguckt, zack, zack, zack. Und die Batterie ist also auch voll bis oben hin.
Das funktioniert also alles ganz prima. Alle Fenster haben natürlich Verdunklung und Fliegengitter an der Stelle. Brauchen wir sich also auch keine Gedanken machen. Jetzt zeige ich euch noch kurz die neu bezogenen Polster. Dazu tue ich alles wieder zusammenbauen. Ich wollte euch hier nur mal zeigen, wie das grundsätzlich aussieht. Nämlich hier hast du ja auf jeder Seite Klappen. Und durch diese Klappen tust du ja die Kabine befestigen. Einmal hast du hier den Ladeanschluss ans Fahrzeug. Und an allen vier Ecken sind hier Spannschlösser. Damit wird die Kabine hier befestigt. Außerdem kann man in diesem Fach hier mit wasserdichten Packsäcken, weil ja keiner durchgreifen kann, kann man hier noch super Sachen unterbringen. Das fanden wir immer sehr praktisch. So, und so freundlich sieht das Ganze zusammengebaut aus. Den Tisch kann man wirklich in jede erdenkliche Stellung verschieben, wo man ihn gerade hinhaben möchte oder wo er aus dem Weg ist. Ja. Die Tischplatte, die ist nicht dabei. Wir haben die originale Tischplatte, die hat also genau dieses Dekor, die kommt da noch mit rein. Und ja, Klappbett habe ich ja schon gezeigt. Zeige ich nochmal, kommt dann so vor. Und dann hat man hier eine Längsschläferfläche. Ziemlich bequem auf einem Froli-System. Also es passt jetzt alles ganz genau. Die Tore gehen zu, haargenau. Und hinten sind wir so weit nach hinten gefahren, wir haben die Kabine so hoch gemacht, dass es aber auch genau langt. Und jetzt die Kabine zusätzlich noch auf den Stützen untergebracht. Und jetzt bräuchte man, wenn man es besichtigt, jemand sehr schlanken. Und durch die Tür muss man ungefähr, naja, bis 10-jähriges Kind. Hä? Mehr passt da jetzt nicht mehr rein.